Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich grüße euch zur neuen Tageswortschaft. Ich habe die Karten schon springen lassen, wird da auch gleich in die Deutung gehen. Ihr bedenkt bitte, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Also, an sich könnte das hier heute ein Tag werden, an dem es viel um aufeinander zugehen, Versöhnung, Annäherung, ja, einfach so diese Seelenverbindung zwischen dir und jemand anderen. Das muss jetzt nicht zwangsläufig die Liebe betreffen. Es kann sich auch hier um die Familie handeln, es kann sich um Freunde handeln. Es kann sich tatsächlich aber auch ja, ganz speziell auch um Vater- oder Großvater-Thema handeln. Und es ist hier eine Situation, wo jemanden oder dir etwas bewusst wird. Ne? Also es kann sein, dass es hier einen Konflikt mit jemandem gab. Und dass man hier sehr verbissen an einer Energie, ja, an einer Situation festgehalten hat, in der man nun erkennt, dass dieses Festhalten einfach nicht weiterbringt. Ne? Weil interessant ist auch, die Lektion deiner Seele, ist die Karte Schuldzuweisung gefallen. Also die hat wieder wunderbar auch zu diesen anderen Energien gepasst. Ich übernehme die Verantwortung für mein eigenes Wohlergehen. Und das ist nämlich genau das. Es ist gut möglich, dass man hier eine Konfliktsituation heute massiv transformiert. Das kann jetzt tatsächlich durch eine reale Aussöhnung oder Versöhnung sein, dass hier wirklich jemand wieder auf dich zukommt oder du gehst auf jemanden zu, ja, indem man hier sagt, okay, es tut mir leid, das und das ist gelaufen, ich habe mich aus den und den Gründen so verhalten, ne? Oder es geht mit der Hohepriesterin und dem Magier tatsächlich eher um diese innere Transformation, ne? Weil mit den vier der Münzen, die ist zweimal gefallen, aus dem normalen Tarot und aus dem After-Tarot, dass es wirklich sein kann, dass du so an etwas festgehalten hast, an einem inneren Kampf, an einem inneren Konflikt, entweder ein eigener Konflikt oder tatsächlich mit einer Person, wo es bisher einfach keine Lösung gab. Und du jetzt sagst, okay, ich schließe jetzt Frieden damit, auch wenn im Außen diese Person gar nicht auf dich zugeht. Also wenn es im Außen rein real zwischenmenschlich gar nicht gelöst wird, löst du es aber für dich. Du schließt Frieden mit dir selbst, weil du hier in einer Konfliktsituation, wo du wahrscheinlich sehr lange eher wirklich hinterhergehangen hast, wo du einfach traurig, frustriert, wütend, verbissen im Kampf warst, in der Schuldzuweisung, dass du jetzt sagst, okay, ich kann mein Gegenüber nicht ändern, die Situation ist so gelaufen, das, was ich mir vielleicht wünsche, dass hier jemand wieder auf mich zukommt, das kann mir mein Gegenüber einfach nicht erfüllen und ich entscheide mich hier an meinen eigenen Wert zu kommen und mit mir und dieser Situation Frieden zu schließen. Ne? Das ist immer eine verdammt schwierige Angelegenheit. Aber manchmal hilft es einfach, dass man sagt, okay, wenn man diesen Konflikt nochmal Revue passieren lässt, um was ging es da eigentlich? Was hat dieser Konflikt emotional in mir ausgelöst? Und woher kenne ich vielleicht genau diese emotionale Wahrnehmung oder dieses Gefühl? Dann kann es ja auch wirklich sein, dass man zu einer Lösung kommt, was hier vielleicht auch getriggert wurde und ob das tatsächlich etwas an deinem Wert hier ändert, ne? Weil ich sage immer, wenn andere hier ihre Problemchen haben und man ja gerne als Prellbock oder Sündenbock genutzt oder benutzt wird, nur weil die Leute mit sich selber nicht zurechtkommen oder hier etwas in einem ausgelöst wurde durch ein Missverständnis oder wie auch immer, und hier redet niemand oder ist nicht offen genug, ne, darüber zu reden, was hier vielleicht du oder jemand anderes in einem ausgelöst hat, dann ist das verdammt nochmal nicht dein Problem, ne? Und ich habe wirklich den Eindruck, es geht hier darum, eine Situation loszulassen. Du merkst, dass du in irgendeiner Konfliktsituation einfach nicht mehr weiterkommst und dir zum Schluss selber keinen Gefallen mehr tust. Ne? Ich sage immer, man kann verzeihen, man kann sich versöhnen, aber man kann dann natürlich auch trotzdem entscheiden, bleibe ich mit diesem Mensch auch weiterhin in Kontakt? Hat dieser Mensch noch einen Platz in meinem Leben oder nicht? Ja? Und hier geht es wirklich um das Thema Schuldzuweisung. Dass man sagt, okay, egal was hier gelaufen ist, ich mache es vielleicht nicht mal für mein Gegenüber, sondern für mich, dass ich hier in den Frieden komme. Und das könnte heute tatsächlich ein Thema sein. Es kann sich auch um telepathische Verbindungen handeln, ne? Dass man hier vielleicht wirklich feststellt, da ist wieder ein Mensch sehr massiv in meinen Gedanken, wo vielleicht auch ein Konflikt war. Und wenn sich so eine Gedankenübertragung oftmals ins Leben einschleicht, kannst du dir auch
erfahrungsgemäß kann ich das wirklich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass dein Gegenüber hier auch energetisch stark mit dir verbunden ist. Und da ist es oftmals auch gut, einfach Frieden zu schließen. Und wie gesagt, es ist aber auch absolut möglich, dass hier tatsächlich im Außen jemand auf dich zukommt und sich mit dir wieder verbinden und versöhnen möchte. Man darf natürlich auch hier mit dem Magier schauen, welche Potenziale hat man denn jetzt hier noch? Ne? Gemeinsam oder eben dann doch getrennte Wege gehen. Aber ne, wie gesagt, Hauptthema in der heutigen Tagesbotschaft ist Frieden zu schließen mit sich selbst, mit einer Situation, aus Schuldzuweisungen rauszugehen und einfach hier zu schauen, okay, ich weiß, was ich wert bin. Ne? Und ja, oftmals ist es natürlich auch so, wenn man selbst die Schuld von jemandem für etwas bekommt, ne, dann auch hier nochmal zu schauen, welchen Schuldanteil trägt man tatsächlich? Wo kann man ja auch selber mit sich wieder sich versöhnen? Oder ist man eben, wie gesagt, nur hier im Prellbock und dann auch wirklich die Schuld von sich wegzunehmen und zu sagen, nee, ich bin hier mehr wert, ich bin hier nicht das Problem. Ja, also das könnte hier heute wirklich ein großes Thema sein. Konfliktlösung, Schuldzuweisung, Versöhnung, Verbindung, aufeinander zugehen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bleibt mir alle schön gesund und hoffentlich bis bald. Eure Helene.